Akt 2, einen Bug fernsteuern. Bedbug muss das packen. Ich setze eine ganze Menge aufs Spiel. Wer weiß, ob er dem Job gewachsen ist. Er ist der leichteste Weg rein. Ich hoffe, das bringt ihn nicht um. Hoffen wir das Beste. So, gehen Sie in Position und kontaktieren Sie Bedbug. Und wir sind wieder nüchtern. Ja. Muss ich mal hier lang. Muss mal irgendwie ein Auto. Hier stehen ja ein paar rum. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Das ist ja bestimmt nicht ganz so langsam. So. Ich hoffe, da ruft jetzt keine Polizei. Sonst muss ich das wieder so ein Champcom zünden. So, 200 Meter. Links? Ist keine Sperrzone, oder? Ich muss irgendwie in dieses Gebäude und nahe bei Bedbug Signal bleiben. Doch, hier ist Sperrzone. Bricht die Verbindung ab, gerät er vielleicht in Panik. Und das darf nicht passieren. Das ist der Hinterausgang. Na? Alles klar bei dir? Ihr seid doch keine Kamera, oder? Noch ein Schritt und du bist tot. Ja, gewaltsam halt, ne? Anders geht's wohl nicht. Oder kriegen wir, wobei jetzt könnten wir vielleicht ein bisschen langsam machen. Okay, das hat nicht funktioniert. Deckung, Deckung, Deckung. Okay, das hat nicht funktioniert, das war dumm. Alter. Man legt uns einfach alle um. Nein, erst. Das hätte ich geschickter lösen können, ich weiß. Ging das leider nicht anders. Oh komm, da werfen wir eine Granate, das ist ein Auto. Alter. Unsere Deckung geht hier langsam kaputt. Ohne Granate. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Fuck. Gehen wir mal hier hin schnell. So. Ja, hier gefällt es mir auch besser. Ist auch down. Oh, der hat bessere Rüstung. Ich werf mal noch eine zu dem Auto hier. So, mal sehen, ob er noch wegkommt. Nee, hat er leider nicht ganz geschafft. Ah nee, wegen dem will ich jetzt keine werfen. Na komm. Langsam nervt er aber ein bisschen. So. Ist down. Wunderbar. Dürfte eigentlich der letzte gewesen sein. Ich hoffe es zumindest. Gehen Sie in Position und kontaktieren Sie Bedbug. Irgendwas stimmt vielleicht wirklich nicht mit uns. Ich weiß es nicht. Können wir bei den Geldautomaten was machen? Nee, die sind wahrscheinlich nicht angeschlossen. Nee, die sind nicht angeschlossen. Offensichtlich. Das ist gut. Bist du soweit? Ja. Wo bist du? Na genug. Los. Mein Finger liegt auf der Play-Taste, für den Fall, dass du mich verarschst. Das wollen wir ja nicht. Bedbug lokalisiert. Wenn die mich schnappen. Ganz ruhig. Was ist auf Irax Etage? Ich weiß es nicht, Mann. Zimmer. Es gibt ein Zimmer, in das Irax niemanden reinlässt. Heute gehst du da rein. Keine Chance. Geht nicht. Hör mal. Das ist so eine Art Sicherheitstür. Kein Problem. Bring dein Handy in die Nähe. Du gehst in das Zimmer. Ich bin kein Spitzel. Ich rede nicht mit Bullen. Gut. Ich bin kein Bulle. Ich hab so Schiss, Mann. Hör einfach gut zu und beweg dich, wenn ich es sage. Ich passe auf dich auf. Okay, okay. Das hat das letzte Mal schon so gut funktioniert, ne? So gut, go, go, go. Go, yes, go, go. Los. Alles klar. Okay. Kommen wir gleich hier weiter. Wechseln wir in die Kamera. Weiter, weiter, weiter. Ich hoffe, hier ist keiner. Schnell! Schneller! Ich sollte nicht hier sein. Boah. Das war knapp gewesen. Oh fuck, oh fuck. Wir müssen weiter. Wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. Scheiße. Immer die Kamera hier. Du bist ja ein Kind. Grandma sagt, dass ich immer groß für mein Alter war. Der ist 19 erst. Ich hätte ihn noch ein bisschen älter angeschätzt. Los, schnell. Ja, ja. Wirklich noch ein Kind. So, bleib erstmal hier. Los, los. Ich geh Kopf runter. Oh
Und ja, Kopfhunde wäre echt gut. Puh, schnell hier hin, jetzt wollte ich einfach mal sagen. Das ist es nicht wert. Oh, dammit, der Typ hier stört ein bisschen. Okay, das war's gewesen. Dammit! Boah! Okay, warum hier sind wir. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern rum? Das ist meine Familie. Naja, dachte ich. Hast du Familie? Ja. Kinder? Nein. Du? Wahrscheinlich. Oh, scheiße, Mann. Bring mich nicht zum Lachen. Ja, könnte schlecht enden. Okay. Bewegung. Ja, ja. Wo soll ich jetzt hin? Ich sollte nicht hier sein. Kamera. Anlocken. Schicken den erstmal hier hin. Ja. Aber hier ist gerade kein gelber Punkt, das wundert mich ein bisschen. Ich will das nicht tun. Los. Mal hier hin. Okay, jetzt. Los, los. Nein, 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 nein. Ich geh mal bitte hier hin. Okay. So. Wir müssen den nochmal irgendwie ablenken. Das macht mich kirre, Mann. Fuck. Da ist auch eine Kamera. Da ist auch eine Kamera. Ich würde ihn gerne mal ablenken irgendwie. Und das geht nur einmal. Scheiße. Ich sollte nicht hier sein. Fensterleben. Sollen jetzt vielleicht mal schnell loslaufen hier. Go, go, go. Auf die Kamera wechseln. Und jetzt hier hin. Kopf runter. Ist da die Tür? Heftige Schlösser, Mann. Geh nur nah genug ran. Nur Iraq kann da rein, Mann. Warte eine Sekunde. Ich brauch kurz deine Kamera. Kannst du dich irgendwie ein bisschen... Na, steht halt gerade nicht so gut. Okay. Hier mal zu den Riegeln. Der Computer ist da. Riegel. Also, warum machst du das, Mann? Das ist nicht deine Welt. Das ist kompliziert. Wir haben viel Zeit. Iraq war an etwas beteiligt, das meine Familie angeht. Ich will antworten. Ist gar nicht kompliziert. So, entriegeln Sie den Serverraum für Bedbug. Und da sind wir jetzt gerade. Ich hoffe, der steht jetzt halbwegs nicht bescheuert. Ein bisschen blöd kommt er mir ja schon vor manchmal. Scheiße. Oh, sowas mag ich ja überhaupt nicht. Also das muss definitiv so. Da sind wir uns einig. Ach du. So. 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 Das müsste jetzt eigentlich passen. Hätten wir. Alter! Das ist nicht euer Ernst, oder? Blick mal. Das war so nicht vorgesehen. Ja, das ist... Ich sag dir doch keiner aus Iraq. Ruhe. Fuck, 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 fuck. Okay, wir haben keine Zeitbegrenzung erstmal. Das passt. Das ist schon mal gut. Wir müssen irgendwie hier hoch noch was bekommen. So. So, das hätten wir. Wir müssen aber die auch noch frei bekommen. Moment, so hier. So. Das hätten wir auch. Und das ist rechts noch irgendwie. Bam. 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 Jetzt so. Das so hier. Alter Schwede. Das so. Das. Moment, das war falsch. So hier. So. So. Das war dumm. So, so. Und wenn wir. So hier vielleicht. So. Ah, da läuft hier nichts mehr lang. Aber das ist ja egal. Das ist ja nicht so schlimm. Das geht hier hin. So hätten wir. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich es gelöst habe, aber ich habe es hinbekommen. Naja. Was haben wir denn jetzt hier? Okay. Der Computer ist da. Dann mach rein mit dir, Bedbug. Scheiße kalt, Mann. Ja, um die Server zu kühlen. Junge, das ist echt mal krasse Hardware. Junge, Junge. Da, geh da hin. Shit. Alarm. Beweg dich nicht. Nein. Warte, Bedbug. Das ist nicht genug. Geh zurück. Scheiße.
Das sieht nicht gut aus. Ist nicht so, wie es aussieht. Wonach sieht's denn aus? Weil für mich sieht das nach einem übelst krass verfickten Verrat aus. Mann, wie kommst du überhaupt hier rein? Warte mal. Ich liebe dich, Mann, das weißt du. Wer hat dich gekauft, Quinn? Nein, nein, warte mal. Lüg mich nicht an. Lüg mir bloß nicht ins Gesicht. Das dafür, dass ich dich reingeholt habe. Komm, Cos, wir sind Familie. Du weißt, ich war's nicht. Er hat mich gezwungen. Fick doch mal. Er ist ganz nah. Nein, 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 nicht da runter, Cos. Nicht da runter. Geht da runter. Findet den Pisser. Shit. Womit wir aufgeflogen sind. So, entkommen Sie den Rice Royce. Okay. Oh nein. Bad Bug. Was ist denn passiert? Shit. War doch alles richtig. Und dann Rick? Hat er seinen Cousin getötet? Bin ich etwa schuld? Wie er jetzt so langsam irgendwelche komischen Gewissensbisse bekommt, dafür ist jetzt gerade ein bisschen spät und ein falscher Zeitpunkt einfach mal, ganz ehrlich. Jetzt haben sie uns entdeckt. Na egal, ich wollte jetzt eigentlich nur weg hier gerade. Das gehen wir schon irgendwie hin. Das kriegen wir schon. Moment, ich habe eine Idee. Ah ne, es ist leider Tag. Es ist Tag, da bringt man vielleicht auch nichts. Scheiße. Weg hier. Ah, ich habe auch eine scheiß Kachel gerade. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir brauchen eine Ampel, wir brauchen eine Brücke. Poller wären gut. Ah, da ist schon wieder eine. Ich mache mal hier ein bisschen Abkürzung. So. Das war nur eine Ampel gewesen. Ist wieder eine Ampel. Die bringt uns aber auch nicht so viel. Aber vielleicht können wir wenigstens ein paar aufhalten. Das wäre erstmal nicht verkehrt, weil das sind richtig viele. So. Ja, das sieht gut aus. Weiter, 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 weiter. Und wir brauchen eine Brücke. Ich guck mal eben, wo eine Brücke ist hier, um das abzukürzen. Das ist eine Brücke. Ich weiß auch nicht, ob wir die nach oben bekommen. Da ist eine Brücke. Die geht wieder bestimmt irgendwie hoch, oder? Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Ich probiere es einfach. Den besorg ich für richtig. Pass auf. Am Blackout wird uns ja nichts bringen, jetzt schätze ich mal. Geht zumindest davon aus. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die kriegen wir es hin. So. Ein bisschen was haben wir erwischt auf jeden Fall. Scheiße. Das ist zwar eine Brücke, aber ich kann ja nichts machen. Das ist uncool. Das ist leider keine Hebebrücke. Oh, weg mit dir. Nervsack. Scheiße. Bin hier gerade ein bisschen gefangen, so wie es aussieht. Ah, das war dumm, weil ich die Brücke nicht nach oben heben konnte. Aber es lässt sich auf der Karte. Ah, fuck. Ich dreh mal um eben. Ich bin ja kurz davor, jetzt hier eine Ballerei anzufangen. Moment. So. Raus hier. Langsam, bitte. Deckung. Haben wir noch Granaten? Splittergranate. Okay, los geht's, Leute. So. Oh nein, von der Seite. Ah, weg hier. Fuck, 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 fuck. Nein, fahr nicht weg, fahr nicht weg. Scheiße. Langsam. Ich bin down, oder? Okay, das war's. Shit. Ah, das Auto ist aber auch nicht cool gewesen. Und dann war das keine Hebebrücke. Und ja, ich habe dann irgendwie wild Granaten umgeworfen, was auch nicht so sinnvoll war. Vielleicht sollten wir uns einfach da wären, wo wir sind. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Oder einfach eine Strecke finden, wo eine Hebebrücke ist. Aber das probieren wir jetzt hier nochmal. Kann ja mal passieren. Oh nein. Scheiße, wo ist der? Wir haben gesehen, wo er hin ist. Was ist passiert? War doch alles. Ist wieder so ein Kackauto. Und Iraq? Hat er seinen Cousin getötet? So, aber seine gewissen Bisse nervt mich jetzt trotzdem ein bisschen, weil es einfach völlig falscher Zeitpunkt ist und sowas kann man sich vielleicht auch schon davor überlegen. Ich weiß es nicht. Hoffen wir, es reicht. Mal sehen, ob ich ihn von der Straße rammen kann. Mal sehen, ob wir es jetzt schaffen. Ah, wenn Nacht wäre, wäre das alles sehr, sehr viel leichter. So. Neutralisieren. Glaube ich. Ah, ein bisschen was hat's gebracht, glaube ich. Haben Punkte bekommen. Ah, hier ist ein Dampfrohr, oder? Ja, ich bin voll reingefahren, ich Trottel. Aber wir haben noch ein paar erwischt, so wie es aussieht. Alter! Nein, nein! Nein, mein Karre! Alter, 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 Alter. Es sind nicht mehr viele hinter uns, so wie es aussieht. Ich mach mal nach links hier. Pass auf, dem Wichser gebe ich so richtig. Mal rechts. Hier sind. Ah, ich habe keine Batterien mehr. Scheiße. Batterie ist alle. Aber es sind nicht mehr viele hinter uns, also das könnte jetzt klappen. So, da kommt gleich einer von rechts, das habe ich mir schon gedacht irgendwie. Shit. Was haben wir hier? Hier ist Dampfrohr, oder? Okay, Moment, das versuchen wir jetzt mal gut einzusetzen. Wo ist er? Moment. Jetzt! Das ist auch gut gewesen. Bedrohung ausgeschaltet. Nice! So. Dann mal weg hier. Alle Mann raus! So, sag mir, du hast was. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich
war nur ein partieller Download. Aber ich habe etwas. Sieht aus, als wäre der Computer voller Material über... einfach jeden. Hör dir mal die Ordnernamen an. Polizeichef Sextape, Blooms CEO-Bestechung, CTOS-Verstöße. Iraq sitzt auf der gefährlichsten Waffe der Stadt. Klar, dass die Cops Abstand haben. Er hatte wohl ein Gespräch mit dem Polizeichef. Kannst du sehen, was in den Ordnern ist? Noch nicht. Ich versuch's. Gibt es einen Ordner zu Merlo? Merlo. Ja, das ist er. Gut. Ich bin bald da. So, ein Bugfernsteuern haben wir geschafft. Mir tut es gerade ein bisschen leid um den Zivilisten, den wollte ich eigentlich gar nicht verletzen, aber immerhin ist er nicht tot. Und wir sind jetzt vom Ruf auf jeden Fall Stufe 2, so wie es aussieht, ne? Habe ich zumindest den Eindruck gehabt gerade. Schön! Aufregend gewesen und gar nicht so leicht. Also das größte Problem war einfach, dass das keine Hebebrücke war. Muss man wirklich immer gucken, dass man wahrscheinlich über dünne Brücken fährt, weil da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es eine Hebebrücke ist, als bei so einer breiten. So, okay.